Herr Weihbischof, wer lebensmüde ist, hat das Recht auf Hilfe zur Selbsttötung. Wie bewerten Sie dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja in der Öffentlichkeit, vielleicht auch wegen der Corona-Krise, nicht richtig breit diskutiert worden ist? Wir sind seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar dieses Jahres tatsächlich in eine neue Phase eingetreten, wie mit dem Suizid, dem Lebensende von Menschen umzugehen ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Beschlusslage des Bundestages ausgehebelt, dass Suizid zwar denkbar und möglich ist, aber dass es keine geschäftsmäßige Unterstützung der Selbsttötung von Menschen geben darf. Das Bundesverfassungsgericht setzte anders an, nämlich dass aus den Freiheitsrechten des Menschen sich das Recht ergibt, über den Zeitpunkt des eigenen Todes zu bestimmen. Das sehen wir als eine wirklich gewaltige Herausforderung an, wenn wir den Lebensschutz des Menschen vom ersten Augenblick bis zu einem friedlichen Sterben in den Mittelpunkt stellen. Sie haben es gerade gesagt, argumentiert hat das Bundesverfassungsgericht mit der Wahlfreiheit, mit der Freiheit der Wahl für jeden Einzelnen. Nicht berücksichtigt werden dabei aber die vielen Abhängigkeiten, vor allem von alten Menschen, die ja auf andere Menschen auch angewiesen sind oft. Ist das dann überhaupt noch eine freie Entscheidung? Wer viel mit Pflege und mit dem Sterben von Menschen zu tun hat, wie das für die Kirchen ganz natürlich der Fall ist, muss sagen, nein, der Suizidwunsch eines Menschen ist nicht eine herausragende Tat der Freiheit, sondern es ist ein Hilferuf an die Gesellschaft. Wir merken an tausend Ecken, wie sehr Menschen, die sich für das Lebensende in einer eigenverantwortlichen Entscheidung des Suizids entscheiden wollen, sehen, es ist ein Hilferuf an die Gesellschaft und es ist eine psychische Notlage. Zum Beispiel sehen wir, dass von den etwa 10.000 vollendeten Suiziden in der Bundesrepublik, also dreimal so viel, wie es Verkehrstote gibt, die allermeisten, so sagen uns auch die Psychologen und Psychotherapeuten, aus einer inneren seelischen Notlage heraus geschehen. Was bedeutet denn dieses Urteil des Verfassungsgerichts für die Arbeit der Palliativmedizin und für die Arbeit in den Hospizen? Mit dem Stichwort Palliativmedizin, also Schmerzmedizin für Menschen in all diesen Ängsten und vor allem mit dem Hospiz, das ja für die Kirchen ein ganz wichtiges Element der Begleitung von Menschen auf ihrem letzten Weg ist, bedeutet das, dass wir uns noch mehr anstrengen müssen und noch deutlichere Angebote machen müssen, damit Menschen nicht in eine Zwangslage kommen. Denn das sehen wir, dass nicht wenige Menschen, gerade ältere Menschen, sich nicht selten sogar dem eigenen Lebensumfeld und den eigenen Verwandten gegenüber in Zugzwang gesetzt sehen und dass sie sagen, ich will euch nicht im Weg sein. Nein, diese Angebote, Palliativmedizin, Hospiz und eine freundschaftliche Begleitung von Menschen auf ihrem letzten Lebensweg, das muss unsere Antwort sein. Wie genau ist denn die Vorgehensweise bei den Menschen, die sich für einen assistierten Suizid entscheiden? Welche Sicherungen sind da vielleicht eingebaut? Soll ja vorkommen, dass Menschen ihre Meinung auch ändern? Theoretisch hätte, wenn man diese absolute Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Freiheitsgedanken herausnimmt, jeder das Recht, seinen Todeszeitpunkt eigenverantwortlich festzulegen. Das würde sogar so weit gehen, etwa bei psychischen Problemen, dass ein junger Mensch mit Liebeskummer sich seinen Suizid wünschen kann. Für uns ist klar, der Hilferuf an die Gesellschaft, der aus jedem solcher Suizidwünsche kommt, muss lauten: Menschen brauchen Begleitung, sie brauchen Hilfe, sie brauchen auch eine Hand, die sie an der Hand nimmt, damit sie ihr Leben bewältigen können und nicht, dass sie ihren Tod planen. Aktive Sterbehilfe bleibt ja in Deutschland weiterhin verboten. Dennoch dürfe auch die Beihilfe zum Suizid keine Alternative zur Sterbebegleitung sein, heißt es von Seiten vieler Patientenverbände. Wie sehen Sie die Zukunft der Sterbehilfe in Deutschland? Welche Dinge müssen aus Ihrer Sicht noch angesprochen werden?
bisher war immer glasklar, dass das, was in der Moraltheologie die aktive Sterbehilfe genannt wird, verboten bleibt. Kein Mensch darf durch die Hand eines anderen vom Leben zum Tod befördert werden. Aber auf der anderen Seite ist das Sterben lassen ein ganz wichtiger Wunsch, den Menschen haben. Gerade wenn man sieht, dass der Lebensbogen sich zu Ende neigt, dass Menschen auch einen Therapieverzicht äußern und nicht mit künstlichen Mitteln am Leben erhalten werden wollen, dann hat das einen berechtigten Hintergrund. Wichtig ist, dass gerade Menschen in einer solchen Notlagensituation Begleitung erfahren, Hilfe bekommen, Ratschläge haben und einen Menschen an ihrer Seite. Aus der Perspektive der Kirche kann ich sagen, dass wir das immer wieder stark unterstützt haben, was etwa mit dem Stichwort Patientenvorsorge zu tun hat. Und wenn ich etwa auf das neueste Modell unseres Vorschlages schaue, christliche Patientenvorsorge, dann machen wir Menschen den Vorschlag, festzulegen, schriftlich in einer solchen Patientenvorsorge, wie sie in einem solchen Fall der nicht mehr Einwilligungsfähigkeit behandelt werden sollten. Und wir empfehlen auch, dass ein ganz entscheidender Teil auch sein müsste, eine Vorsorgevollmacht mitzuverfassen. Also jemanden zu benennen, der dann Entscheidungen übernimmt, wenn man es selber nicht mehr kann. Die Alternative wäre nicht ideal, nämlich wenn keiner da ist, den sogenannten mutmaßlichen Willen eines Patienten zu erforschen, wo man dann herumfragt und wirklich nicht sehr präzise und genau in Erfahrung bringen kann, was hat ein solcher Mensch über seinen Sterbewunsch gedacht. Also am besten Vorsorge treffen. Am besten Vorsorge treffen, am besten sich vorher genau überlegen, wie möchte ich behandelt werden, wie denke ich, und eine Patientenvorsorge ausfüllen und schriftlich verfassen. Herr Weihbischof, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.